Auf der einen Seite gibt es keine Zinsen mehr, auf der anderen Seite sprechen die Übertreibungen bei Schulden dafür, stärker in Sachwerte zu investieren, so zumindest viele Schlagzeilen und auch Bücher. Wir schauen uns zunächst die Ausgangsbasis an und überlegen danach, welche Themen Anleger berücksichtigen müssen. Wir starten zunächst damit, dass wir zu niedrige Zinsen haben. Wir sehen Interventionen durch nicht wirtschaftlich denkende Marktteilnehmer. Das sind natürlich auch die Notenbanken, die mit vielen Anlegern damit konkurrieren, entsprechend ertragstreibende Vermögensklassen zu erwerben. Auf der anderen Seite sehen wir dementsprechend, dass die Investoren immer stärker in einen Anlagenotstand hereingedrückt werden. Das große Risiko, dass Anleger also Investitionen tätigen, die nicht ihrer finanziellen Risikobereitschaft entsprechen. Und niemand von uns weiß, wann der Anlagenotstand endet, aber die Gleichschaltung vieler Investoren, sei es am Immobilienmarkt, sei es die Flucht in Private Equity oder auch der Versuch, Aktienmarktrenditen über defensive Aktienstrukturen abzufangen, das scheint doch deutlich erkennbar. Wir wissen dementsprechend alle nicht, ob uns die historischen Rückrechnungen ein gutes Beispiel für die Risiken der Zukunft geben. Wenn alle Vermögensklassen gleichzeitig mit den fallenden Zinsen nach oben gehen, dann haben wir wohl zumindest ein Zinsänderungsrisiko und insgesamt auch die veränderten Marktmuster, also sprich verstärkt Investoren, die über passive Strategien agieren, die bewegen natürlich die Märkte. Im Kern müssen wir uns, glaube ich, klar machen, wir müssen heute etwas tun, nicht damit es besser wird, sondern um es nicht schlechter werden zu lassen. Wenn man sich nun überlegt, wie man in den globalen Aktienmarkt investieren könnte, dann können das passive ETFs sein, das können aktive Strategien sein, die Vermögensverwaltung und viele andere mögliche Verpackungen. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich immer Rendite- und Risikoprofile, die man schätzen kann. Wir haben nun unterstellt, dass der globale Aktienmarkt in Zukunft 5% Rendite generiert. Diese Ertragserwartung haben wir hergeleitet. Wir haben uns die Risiken betrachtet. Wir unterstellen eine Volatilität von 15%. Und ich habe Ihnen hier mal aus 5000 möglichen Szenarien ein Szenario herausgegriffen. Sie sehen schon, unser Anleger ist heute 45. Er legt 100.000 Euro an und wir sehen ja eben einen entsprechenden Verlauf, der sich nicht besonders positiv darstellt, weil er eben nach 10 Jahren in Summe eine negative Rendite erzielt. Also rund 5,9% haben wir hier an jährlich negativer Rendite zu verzeichnen. Aber das ist natürlich nur ein mögliches Szenario von hier 5.000 kalkulierten. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, eher auf Bandbreiten zu schauen. Auch die habe ich Ihnen hier entsprechend mal mitgebracht. Sie können das sehen, vor allem in Rot. Das wären 5% Rendite unterstellt bei einer Schwankungsbreite von 0. Also das, was wir in der Historie für Tagesgeldkonten und Ähnliches kannten. Man hatte eine positive Verzinsung ohne Schwankung. Das wäre also bei 5% Rendite der Verlauf hier in Rot dargestellt. Und dann hier oben der Best Case, also eine sehr positive Entwicklung, und hier unten dementsprechend der Worst Case, der letztendlich dazu führt, dass wir weniger Kapital am Ende der 10 Jahre haben, als wir eingezahlt haben. Das Ganze kann man natürlich nur nochmal anders visualisieren, weil wir werden natürlich als Anleger nicht nur einmal nach 10 Jahren auf die Kapitalanlage und den Depotstand schauen, sondern typischerweise jährlich. Deswegen auch hier mal für die verschiedenen Szenarien mal jährliche Beiträge entsprechend mitgebracht. Sie können das hier sehen. Im Beispielfall entsprechend noch ein Plus. Ist jetzt ein anderer Beispielfall. Wir haben einen Worst Case von 17,6%, also ein negatives Ergebnis, im Best Case plus roundabout 20 und eben dieses Ergebnis von 5% Rendite bei null Schwankungsbreite eben hier nochmal entsprechend eben auch dargestellt im Endwert. Und Sie sehen schon, wir sollten uns klar machen, dass wir nie diese 5% im Verlauf eines Kalenderjahres realisieren. Die Realität ist typischerweise immer Abweichungen nach oben und auch immer Abweichungen nach unten. Und auch das soll eine wesentliche Botschaft an dieser Stelle sein. Wenn Sie heute in etwas investieren, bei dem Sie mit durchschnittlichen Renditen kalkulieren, dann denken Sie mal dran, dass der Durchschnitt über mehrere Jahre zu sehen ist. Am Aktienmarkt würde ich diesen Durchschnitt tendenziell mit 10 Jahren plus ansetzen. Alles andere darunter ist sehr, sehr schwer herzuleiten. Um das Ganze noch etwas greifbarer zu machen, habe ich hier noch eine Zahlenkolonne dargestellt, die Ihnen mal zeigt, wie sich das konkret darstellt für diese Szenarien. Sie sehen, okay, wir investieren heute unsere 100.000 Euro, haben im jetzt positiven Fall mal 14,8% plus, haben also zu Beginn des Jahres 2020 114.000 Euro im Depot, machen nochmal 23% plus,
Aber die nächsten Jahre sehen sie, wird es dann deutlich schwieriger. Und so kann man sich auch sehr gut darauf vorbereiten, was die Realität sein wird. Aktienmärkte werden schwanken, Brexit, Handelskonflikt und ähnliches wird immer an der Tagesordnung sein. Nur die Schlagzeilen, die ändern sich. Die Probleme von übermorgen, die kann heute noch keiner sehen. Die Chancen von übermorgen dementsprechend auch nicht. Es gibt also ausgewählte Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich habe Ihnen hier mal beispielhaft welche mitgebracht. Zum Beispiel, wie schätzt man überhaupt Renditen und Risiken für die einzelnen Anlageklassen? Für Anleihen kann man die Zinsstrukturkurven verschiedener Laufzeiten und Bonitäten nutzen. Für die Aktienmarktrenditen das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein sehr guter Indikator. Dann, wie kombiniert man diese im Gesamtkontext? Werden Aktien immer dann steigen, wenn Anleihen fallen? Werden Anleihen immer dann steigen, wenn die Aktien fallen? Oder können sich hier auch statistische Zusammenhänge umkehren? Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt, nicht nur in Bezug auf Aktien und Anleihen, sondern auch auf Rohstoffe, Gold, Immobilien und Co. Dann passen eigentlich die simulierten Verläufe zu meiner finanziellen Risikobereitschaft. In der Realität werden Sie natürlich nicht nur ein globales Aktienmarktinvestment haben, sondern Sie werden eine Vielzahl von Vermögensklassen kombinieren. Die muss man zusammenführen, muss schauen, passt das Profil, also die Simulation, die wir eben lediglich für den globalen Aktienmarkt getätigt haben, überhaupt zur Gesamtstruktur, passt das zu meiner finanziellen Risikobereitschaft und passt es vor allem auch zu meiner Liquiditätsplanung. Also insbesondere, wenn ich plane, in den Ruhestand zu gehen, den Ruhestand vorzuziehen, wenn ich aus dem Kapital entsprechend verfügen muss, spielt das eine sehr große Rolle. Dementsprechend der Appell an dieser Stelle, sich auch mit dem Thema Finanzplanung zu beschäftigen. Und die Kernfrage am Schluss, wie setzt man eigentlich eine gesamtvermögensbezogene Strategie um? Wie gehen wir mit den Rentenanwartschaften um? Was ist mit Vermögenswerten, die in Versicherungen gebunden sind? Wie können Erbschaften und Schenkungen einkalkuliert werden? Wie sieht es mit der Vermögensübergabe an die nächste Generation aus? Und man möchte sich gleichzeitig beispielsweise noch die Erträge sichern. All das sind Fragen, über die man sich Gedanken machen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.